So, herzlich willkommen zu Emergency 4 und der Hammerstein Reworked Modifikation. Lang nicht mehr gespielt, diese Modifikation. Obwohl ich sie eigentlich richtig, richtig gut finde. Ich finde die Fahrzeugauswahl unglaublich gut gewählt und auch die Map gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt einige Monate, ich würde fast sagen, könnte fast ein Jahr her sein, ich weiß es gar nicht, wann das letzte Video dazu kam, die Mod nicht mehr gezeigt. Aber jetzt hat es mich mal wieder gepackt und ich dachte, ich könnte mir wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen hier mit der Hammerstadt-Modifikation. Wir haben direkt zwei Einsätze. Der eine ist etwas zeitkritisch und zwar ein Herzinfarkt. Deshalb hier direkt einmal die Rettung hin mit dem Notarzt und dem Rettungswagen A aus Hammerstadt. Zudem haben wir hier eine kleine Ölspur. Ich weiß gar nicht, wo die sich jetzt genau befindet. Halt, falscher Einsatz. Ah, hier, ne? Der LKW, kann das sein? Ja gut, ja doch, Ölspur ist ja, ne? Auch schön bis hier runter. Wenn das alles Ölspur sein soll, weiß ich gar nicht. Wir fahren es erstmal an. Ich hätte ganz gerne... Was haben wir denn da? Haben wir einen... Ne, ne? Erstmal als kleine technische Hilfe würde ich das alarmieren. Und dazu direkt auch nochmal einen Streifenwagen mit hin. Und ein Abschleppfahrzeug für den Fall, dass wir das hier benötigen. Was bekommen wir denn eigentlich bei der kleinen technischen Hilfe? Das, den RW1 und den ELW. Das LF bleibt tatsächlich drin, okay. Damit kann ich arbeiten. Nichtsdestotrotz wäre jetzt dieser Einsatz erstmal wichtiger, dass wir den abarbeiten. Und zwar, ah ja genau, hier der Bauarbeiter wollte sich gerade sein Mittagessen holen oder sein Frühstück von der Uhrzeit her. Und hat das anscheinend nicht mehr hinbekommen. So, wir holen die Trage direkt aus dem Fahrzeug. Und... Boah, das war auch... Boah, das war eine knappe Kiste. Da könnte man fast drüber nachdenken, die Person zu fliegen, ne? Wollen wir das machen so? Als kleine Background-Story. Dass wir hier den... SAR 54 benötigen. Wobei ich meine mich zu erinnern, dass der eine ziemlich lange Anflugszeit hat. Das heißt, von der Seite her... werden wir da keine Zeit gut machen, aber so als kleine Background-Story, dass wir den nur fliegen können, wäre das gar nicht so verkehrt. Das Ding ist, hier ist mal wieder unglaublich Stau, deshalb werden wir die Polizei auch definitiv hier benötigen. Ist die schon da? Ich muss hier übrigens mit den Pfeiltasten über die Map navigieren, ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt. Die meisten, in Anführungszeichen, modernen Mods, Biberfelde, Wegberg und hast du nicht gesehen, die spielt man alle mit WASD, also wie normalen Shooter. Und in den älteren Mods ist es so, dass man mit den Pfeiltasten spielt. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie ändern kann oder ob das, keine Ahnung, in der Mod selber skripttechnisch geändert werden muss oder, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz ist das erstmal ungewohnt. Okay, wir müssen hier erstmal Platz machen, das wird so nichts. Sekunde, die Polizei. Erstmal hier hin. Weil wir kommen einfach nicht rum, ne? Wir kommen einfach nicht rum. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, erstmal hinter den LKW hier den Verkehr umzuleiten. Deshalb bleibt der ELW auch erstmal bitte hier. Wobei, jetzt wäre durch gewesen. Na, ist egal. Das ist die falsche Richtung, das ist die richtige Richtung. Dann leiten wir das alles um und dann sperren wir die Straße hier vorne schon, dass die gar nicht unter die Unterführung oder unter die Brücke durch müssen. Ich denke, das ist sinnvoller. Und dann fahren wir mit Rüstwagen und ELW auch vor. Ja, Verkehr ist immer so eine Sache, ne? So, Patient wäre jetzt eigentlich transportbereit, aber ich will ihn jetzt mit dem Hubschrauber fliegen. Ah, okay. Sorry. Wir machen jetzt hier weiter vorne dicht. Sobald sich der Verkehr dort gefangen hat, können wir uns auch um die Ölspur kümmern. Was mit dir? Doch, du fährst, ne? Wunderbar. Da ist der SAR.
schon mal gespawnt, dann dürfte er auch gleich auf die Map kommen. So, nachdem wir das Verkehrsproblem gelöst haben, es klingt so falsch, ne? Können wir auch mit dem ELW endlich hier vorfahren, sobald der Rote jetzt hier weg ist. Wunderbar. Erstmal den ELW hier vorne hin, den Rüstwagen. Hätte ich ganz gern hier daneben. Und den Streifenwagen stellen wir zur Absicherung erstmal hier mit hin. Wieso fährst du denn bitte? Wieso? Warum tust du das? Fahr doch hier lang. Das ist zu gucken, es geht doch. Ja, der Elbe, der weiß nicht, was er tut. Okay, er will außenrum fahren, dann ist das jetzt so. So, wir schauen uns jetzt erstmal an, was hier genau Phase ist. Wir holen einmal Bindemittel, du holst schon mal den Besen vom Fahrzeug. Ach, guck an, der Edel hat es auch geschafft. Dann könnt ihr mal mit unterstützen. Haben wir nur einen Sack Bindemittel auf dem? Nee. Ich würde schon sagen, das wäre ein bisschen eng geworden. So, da ist der SRR mit einem wunderschönen Bell-Hubschrauber. Gute alte Bell UH-1D. Wer kennt sie nicht? Die Rettungsliga habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video erwähnt. War damals die beste Serie. Ich habe sie geliebt. Allerdings hatten die Kollegen noch ein bisschen andere Kleidung. Die war eher in diesem Grün des Militärs bzw. der Bundeswehr gehalten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in echt sind die wirklich mit diesen orangenen Sachen geflogen. Diese orangenen Fliegerkombi. Das Schöne ist, beim Hubschrauber, jetzt haben wir uns natürlich die beiden Kräfte hier freigehalten. Die sind natürlich nach wie vor einsatzbereit. Was ja jetzt auch nicht so schlecht ist, ne? Boah, das ist alles Öl hier? Boah, leck mich fett, da brauchen wir aber schon ein bisschen mehr. Da würde ich jetzt einmal den GBG-Fahrgut nachfordern. Ich dachte, das ist nur eine kleine Ölspur. Ja, bei so viel Bindemittel dürften wir eigentlich gar nicht mehr auf dem. Ich glaube, ein Sack noch, ne? Nö, haben wir unendlich drauf, weiß ich gar nicht. Das ist natürlich jetzt hier ziemlich heftig. So. So, das hätten wir. Ich glaube, es wird nebelig hier in Hammerstadt. Ja, genau, der SAR da landet dann ja, glaube ich, sogar hier, ne? Ja, genau. Das Ding ist, durch den Nebel sieht man das jetzt auch nicht so geil, ne? Das ist jetzt alles hier Fleißarbeit. Oh, Randale, da müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Wobei das schon eher nach häuslicher Gewalt aussieht hier. Ich glaube, vorsichtshalber können wir da tatsächlich den RTW mitschicken. Ja, Person ist wirklich verletzt.
Data aktuell noch flüchtig. Aber den kriegen wir. Oh ne, okay, das sollte ich vielleicht nicht tun. Weil dann fährt er langsam. Was tust du da? Hat sich anscheinend gerade ein bisschen festgebackt gehabt. Catcht er sich auch noch den zweiten? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Komm, liebe Polizei, macht Jank. Ich will nicht, dass er den zweiten. Ach, er hat ihn auch noch. Meine Güte. Du hast jetzt zwei Optionen. Entweder gibst du dich oder ich erschieße dich. Man muss auch mal zu drastischen Mitteln greifen, ja? Ah, hat Angst, er ergibt sich. So, soweit so gut. Wie sieht's hier aus? Ah, hier ist noch ein bisschen was zu tun, ne? In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal neue Säcke holen. Den RD-Einsatz fahre ich natürlich auch so bald wie möglich. Was haben wir denn hier? Personen unter Schock. Wo ist? Hier ist der Eingang. Okay, dann einmal. So. Soweit, so gut, ne? Das ist halt echt nur eine Fleißarbeit, ja? Aber ich glaube, ich brauche nur noch einen Sack tatsächlich. Na gut, jetzt. Ah, jetzt seid ihr gerade. Ja, zwei Säcke. Drei Säcke sogar noch, ne? Zwei habe ich ja gerade. Dann kannst du schon mal anfangen, hier zu kehren. Ah, Gott sei Dank, das Kern dauert anscheinend nicht so lange wie in anderen Modifikationen. Geht hier ein bisschen zügiger von der Hand, scheint zumindest so. Person wird in U-Haft genommen, wunderschön. Der zweite RTW ist leider noch nicht da, beziehungsweise der RTW von außerhalb, der dritte ist es ja dann. Da müssen wir halt noch warten. Hier können wir sicherlich die Person schon mal aufnehmen, jawohl, das sieht gut aus. Was mich für Hammerstadt immer so ein bisschen gestört hat, irgendwann artet das hart in Arbeit aus, ne? Du bist dann nur noch am Hin- und Herklicken und gucken, dass du alles halbwegs zeitnah hinbekommst, weil du gar keine Zeit für die Einsätze richtig hast. Ich finde, das Einsatzaufkommen ist hier und da ein bisschen zu hoch. Der RTW Rheinetal ist da. Dann können wir noch mal gucken, was genau hier passiert ist. Aber ohne Scheiß, die Fahrzeugauswahl ist doch echt super gewählt hier in
in Hammerstadt, oder? Gerade feuerwehrtechnisch. Einige ältere Fahrzeuge, ein paar neue. Ich finde, das ist so ein super ausgewählter Mix. Ein bisschen wie in der Black Edition. So, wir können ja erstmal den LKW abschleppen, ne, dass das erledigt ist. Wo war denn? Ah, hier. Oh, hier brauchen wir, glaube ich, sogar einen Notarzt. Und wir haben direkt einen VU reinbekommen hier. Deshalb, da können wir gar nicht, ne, müssen wir den ELW jetzt nehmen. Und müssen da dann halt dementsprechend erstmal die Kräfte hinalarmieren. So. Und zwar hätte ich hier erstmal ganz gerne das LF1612 und das TLF1625. Dann habe ich jetzt erstmal nur einen Rüstsatz zur Verfügung, da mein RW ja aktuell im Einsatz ist, ne? Nicht zu ändern. Könnte man natürlich jetzt freischaufeln, aber. So, dann hätte ich ganz gerne die beiden RTWs nochmal hier an die Einsatzstelle. Wir müssen hier dann einmal direkt schneiden. Müssen wir noch irgendwas machen? Absichern? Nee, ne, muss man nicht. Wir müssen jetzt bloß. Ja, genau. Hier muss man bloß schneiden dann. Zudem benötige ich hier zwei Abschlepper direkt an der Einsatzstelle mit. Polizei. Ah, bräuchte ich eigentlich auch. Na, wobei, hole ich jetzt mit. Da wir auch jede Menge Öl haben. Das wird ein etwas längerer Einsatz werden, denke ich mal. Direkt das nächste Ding rein. Was ist denn das? Das Ding ist ja jetzt endlich erstmal abgearbeitet, ne? Ja. So, soweit, so gut. Wie sieht das hier aus? Person ist einmal befreit, dann einmal bitte direkt darum kümmern. Ja, das ist auch soweit in Ordnung. Ja, wir haben hier drei Ölflecke auf der Straße. Hier ist jetzt nichts weiter. So, auch die zweite Person wurde aus dem Fahrzeug befreit. Wunderbar. Gut. Hier brauche ich wohl einen NEF. Kriegst du, sollst du haben. Bin da gar nicht so. Achso. Ja, der RTW ist gerade auf Anfahrt.
Und das alles mit einem LF1612 gemacht, ne? Wunderbar. Er sucht ein bisschen Streit, habe ich das Gefühl, ne? Uah. Hunger, den hat er aber auch ordentlich eine mitgegeben. Meine Güte. Ja, hier werde ich den Verkehr jetzt mal nicht umleiten, sondern wirklich nur anhalten. Da die Straße sowieso gleich wieder freigegeben werden kann. Weil das Öl weg ist, werden wir dementsprechend hier die beiden Fahrzeuge abschleppen. Die Feuerwehr würde ich zumindest schon mal mit dem LF16 rausschicken. Das TLF kann für den Brandschutz noch bleiben. Aber ich denke... Das kriegen wir alles hin. So, und wenn dieser Einsatz abgearbeitet ist, würde ich sagen, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Hier aus Hammerstadt. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. War mal wieder was anderes. Ich denke, Abwechslung kann nie schaden, wobei ich nach wie vor nicht genug von Wegberg bekommen kann. Deshalb, ja, seht es mir nach, wenn ich viel Wegberg in letzter Zeit zeige. Aber es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, und wenn die Mod rauskommt, was natürlich in absehbarer Zeit so sein wird, dann könnt ihr das, denke ich mal, auch selber nachvollziehen dann. So, die beiden Fahrzeuge wurden soweit entfernt, die Straße kann wieder freigegeben werden. So, das hätten wir. Hier müssen wir jetzt noch einmal den Einsatz abarbeiten. Und das war's dann, ne? Wir haben dann, glaube ich, die Ölspur ist, wie gesagt, erledigt. Das wird gerade ins Krankenhaus transportiert. KU wurde abgearbeitet, hier ist nichts mehr zu tun. Dann haben wir nur noch die eine Geschichte, ja. Und das machen wir natürlich noch schnell. Ich glaube, das müsste schon reichen. Genau, wunderbar. Dann haben wir alle unsere Einsätze abgearbeitet. Ich hoffe, euch hat der kleine Exkurs in Richtung Hammerstadt mal gefallen. War mal wieder was anderes, habe ich lange nicht gezeigt. Ist nach wie vor immer noch eine sehr, sehr gute Modifikation. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Videostream was auch mal wiedersehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.